Hallo meine Lieben, herzlich willkommen! Ja, ein neues Horror-Game! Und es geht schon ab, ich bin total aufgeregt schon wieder. Als erstes mal kurz, mir ist heute meine eine Lampe kaputt gegangen, weswegen es jetzt heute etwas dunkler ist, also ich. Aber da es ein Horrorspiel ist, ich denke, ach komm, ist egal. Passt schon. Ja, was kann ich zu diesem Spiel erzählen? Es heißt Phantasmal City of Darkness von iMobi, wie ihr hier unten auch sehen könnt. Ich habe dieses Spiel durch Zufall auf Steam entdeckt, habe mir die Videos und die Bilder dazu angesehen und ja, es ist halt ein Survival-Horror-Game und es sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Und ich bin ja auf der Suche nach etwas Neuem. Und ja, bin fündig geworden, hoffe ich. Ich habe dann den Publisher angeschrieben, mit der Bitte, ein Let's Play davon machen zu dürfen. Und er hat mir glatt einen Key zukommen lassen. Finde ich super. Thank you so much for this key. Falls er es sieht, wahrscheinlich nicht. Okay, mehr weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß, dass jede einzelne Runde, die man hier spielt, ist komplett anders. Also total random gestaltet angeblich, dieses Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen müssen. Wir werden hier viele schlimme Dinge erleben in dieser City of Darkness, hoffe ich. Und ich will mir mal wieder so richtig in die Hose machen. Instructions. Müssen wir uns hier irgendetwas von durchlesen? Ich denke, wir werden einfach wie immer blind ins Spiel starten. Was ich ganz cool finde, hier unten sehen wir die Tage, seit wann das letzte Update rausgekommen ist. Also vor 12 Tagen. Und die Version. Boah, okay, ich drehe den Sound etwas lauter. Und dann starten wir einfach mal ins Spiel. I dropped my gun. It's on the floor somewhere. Okay, was haben wir da oben für eine merkwürdige Anzeige? Erstmal ist hier eine Waffe. Das begrüße ich sehr. Wir haben ein schickes Oberteil an. Wir haben hier so einen netten Blur-Effekt. Ist mir eigentlich immer so ein bisschen zu krass. Oh Gott. Woodplank. Nein, um Gottes Willen, das will ich nicht als... Okay. Okay, okay. Mit dem Mausrad können wir wechseln. Hier können wir durch ein Fenster gucken. Mit E. Okay, welcome to Phantasmal. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Phantasmal. There are instructions on how to play the game. So, WASD ist klar. Oh, Flashlight. C ist eine Flare. G, drop weapon. Boah, das ist eigentlich nichts Dramatisches. Between you and the end, there will be creatures and other dangers. Also Monster und andere Gefahren lauern hier. Although you can fight, generally it is better not to if you can avoid it. Okay, schleichen. Also wir sollten besser aufpassen und uns gut überlegen, ob wir hier kämpfen wollen oder uns lieber verpissen, mehr oder weniger. You can evade many of the creatures by hiding, crouching and turning off your flashlight. Ja. All das, liebe Leute, was ich nicht kann, ist hier wieder gefragt. Schleichen, crouchen, rechtzeitig die Taschenlampe ausmachen. Kann ich alles nicht. Also, certain creatures are so horrific that they will affect your sanity and vision if you look at them while. Horrific. Firearms are very powerful, but loud. Okay, weapons. Wir überfliegen das hier mal eben so ein bisschen. Crouch walking is soundless, ist klar. Walking makes some noise and sprinting is loud. If you sprint for too long, you will run out of breath. Ja, kommen wir außer Atem, ist auch klar, kennen wir. Items, including weapons, können wir hier finden. All usable objects will have a blue highlight. Das haben wir schon gesehen. When you get close. You may have seen this with a... Ja, genau. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ach ja, schaut mal. Hier diesen Schlüssel hier oben. There are also many locked
suitcases from previous residents. They require keys to unlock and will often contain useful items and weapons. Also diese Schlüssel immer sammeln, können wir Kisten finden mit wertvollem Inhalt. The error in the UE always points directly to the exit. Mhm. Okay. Making noise in general will disturb the sleeper. Wer ist der Sleeper? Once it is fully lit, the sleeper will pursue you. You cannot kill him, so you will need to escape to the exit. Ja, hier gibt es wohl einen Sleeper, dem wir irgendwie besser nicht begegnen. Wir können ihn nicht töten. Wir müssen hier raus. That's it. Have fun in the game and please visit us at the forums. We'd love to hear more from you on what you'd like to see in the game in future. Ja, gerne. Spinnen will ich sehen. I want to see many spiders here. Okay, wir kommen hier wieder raus. Oh! Ich hab mich verklickt! Ich hab mich schon wieder verklickt. Ich wollte mich hinhocken mit C. Ach, Kacke, jetzt habe ich eine Flare geworfen. Es ist nicht wahr. Gut. Dann können wir hier wenigstens auf Toilette gucken, ob hier irgendetwas ist. Wir turnen mal unsere Flashlight an. Oh, Schneckball. Was für ein Start. Was für ein Start. Okay, so, jetzt können wir weitergehen. Die Flashlight ist aus. Wir müssen also hier irgendwie den Ausgang finden. Und wir sind... Okay. Ein Fahrrad. Okay, wir gucken mal, ob diese Türen offen sind. Wie wir schleichen können. Ich würde echt gerne mal wissen. Oh Gott, dieser Blitz, Mann. Und wir haben noch keinen Schlüssel gefunden. Ich bin dafür, dass wir hier erstmal ein bisschen schleichen. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Okay, das kennen wir jetzt aber schon. Okay. Ich vermute mal, es geht gleich erst richtig los. Das Gute ist, dass wir die Items ja sehen können. Werden wir sie benutzen. Was ist das bitte? Okay, wir stehen mal kurz auf. Steh bitte auf. Okay, wir können nicht aufstehen. I need to get out of here. Jetzt geht's nämlich erst richtig los, Freunde. Freunde der Nacht, willkommen im neuen Horror-Game. Okay. Gut, ich sehe quasi nichts. Ich hoffe, dass wir wenigstens die Taschenlampe hier behalten können. Beziehungsweise natürlich, dass ihre Batterien nicht... leer gehen. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Die Tür ist zugegangen. Wieso? Ach, die geht von alleine, oder was? Okay. Sie geht von alleine zu. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen. Wir haben wahrscheinlich eigentlich einfach nur das Ziel, hier rauszukommen. Hört ihr das?
Was ist das hier für ein scheiß Raum? Wir können hier überhaupt nichts tun. Was ist denn hier? Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob da nicht irgendetwas ist, weil... Wieso ist die Tür denn jetzt auf? Das ist sicherlich ein Bug. Gut, gehen wir weiter. Wir gehen mal geradeaus rüber, würde ich sagen. Okay, turn on. Oh, sehr gut. Licht ist immer super, auf jeden Fall. Obwohl wir dann wahrscheinlich auch auf uns aufmerken. Auf uns aufmerksam machen, wollte ich sagen. Ich höre die ganze Zeit so ein... Hier ist doch irgendwas. Ich kann das Licht auch nicht mehr ausmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ob ich... okay. Oh, das ist endlich mal wieder unheimlich. Ich freue mich tierisch. Ich freue mich tierisch oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Zumindest habe ich dieses Spiel auch noch nirgendwo anders gesehen. Nein. Ja, scheiße. Lauf doch irgendwie einfach weg. Ich schieße gleich. Ich wusste, ich habe was gehört. Ich glaube, da ist es. Was? Boah, Leute. Was bitte war das denn für ein Vieh? Ich habe mich tatsächlich super erschrocken. Und ich habe natürlich wieder richtig behindert reagiert und viel zu langsam einfach mal. I need to get out of here. Genau. Ja, wir müssen den Weg hier rausfinden. Und ich werde jetzt versuchen... Mann, ich will mich mit C die ganze Zeit duken. Scheiße, siehst du? Weil dieses Geräusch, was ich die ganze Zeit gehört habe. Ist nämlich von diesem Vieh. Und wir werden jetzt. Das ist da schon! Ja, weil ich die Flare geworfen hab, Mann. Es hat. Wir müssen wirklich schleichen hier. Oh mein Gott. Und jetzt? Was passiert? Ich komme doch da jetzt, aber einer ist schon weg. Oh. Die haben keine Arme. Nur so eine Zunge, weil...
Okay. Vielleicht beruhigen die sich gleich. Kann die Flare jetzt bitte ausgehen? Dann haben wir die wenigstens von da hinten schon weggelockt. Bitte. Geh jetzt aus!